Ja, hallo WB, hallo Westfalen-Lazuser. Willkommen in unserem Live-Interview mit Dirk Schuster in Bordeaux. Jetzt gerade, er steht an der Garonne, mitten in Bordeaux, nach dem Spiel Deutschland-Italien. Bonjour nach Bordeaux, Dirk. Wie hast du denn nach dem Viertelfinal-Krimi geschlafen? Ja, bonjour, Sebastian. Ich habe schon etwas unruhig geschlafen, auch nicht allzu viel, aber trotzdem irgendwie ganz gut. Ja, hier in OWL hat man das Gefühl, gestern mit Autokorsos, Feuerwerk etc. ist eine richtig große EM-Euphorie losgebrochen, zum Beispiel Paderborn und Bielefeld. Wie war denn die Atmosphäre in Bordeaux nach dem Spiel? Ja, die Atmosphäre war ausgelassen. Also die Leute sind im Prinzip vom Stadion dann direkt in die Innenstadt geströmt und haben hier die Bars, die Kneipen aufgesucht. Es ist ja auch noch Samstag gewesen, also eigentlich ein idealer Tag für so eine Partie und für eine Feier nach dem Spiel. Und die Fans haben das schon sehr genossen. Wobei es auch so war, dass viele Tagesgäste da gewesen sind, die mit Chartermaschinen gekommen sind und dann auch direkt nach der Partie zum Flughafen und gleich wieder zurück in die Heimat. Wie hast du die Stimmung rund ums Team empfunden? War es eher entspannt? War es euphorisch? Also die Erleichterung, die war extrem deutlich zu spüren, das kann man schon sagen, innerhalb der Mannschaft. Andererseits ist es aber auch so gewesen, dass die Spieler ohnehin die ganze Zeit daran geglaubt haben, das Spiel gewinnen zu können. Auch nach dem 1:1 habe ich auch nicht den Eindruck gehabt, dass da irgendwer großartig nervös geworden wäre. Da war vielleicht mal eine Phase von vielleicht 5, maximal 10 Minuten, wo das Spiel vielleicht nicht mehr so lief, aber die Deutschen haben den Faden ja wiedergefunden und ich finde, dass die Italiener unheimlich viel getan haben gestern, um das Spiel nicht zu verlieren, aber für meinen Geschmack viel zu wenig, um das Spiel zu gewinnen. Hier tobte direkt nach dem Spiel eine Taktikdebatte losgetreten von Mehmet Scholl. Löw hat die Taktik gegen Italien geändert. Ist Deutschland trotzdem oder vielleicht genau deswegen weitergekommen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich finde erstmal, dass Benedikt Höwedes ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Er hat ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, hat das aber gut gemacht. Die Dreierkette hat funktioniert. Die hatte ja auch schon funktioniert beim Testspiel Ende März in München, als man Italien 4:1 besiegt hat. Und man muss sagen, wieder mal aufgegangen. Was ein bisschen verwundert hat, im Fernsehen kam es rüber, als wenn die deutschen Fans doch, ja, ich sag mal, leicht gedämpfte Stimmung da in ihrem Block hatten. Wie kam es denn im Stadion rüber? Ja, ich weiß natürlich, was du meinst, im Speziellen in der Verlängerung. Aber ich glaube, es war vor allen Dingen dem Spannungsbogen und der Nervosität der Zuschauer geschuldet. Also die Atmosphäre war während der ersten 90 Minuten, während der regulären Spielzeit, ausgezeichnet, auch im deutschen Block. Und dann wurde es immer ruhiger im Stadion. Und es lag eine unfassbare Spannung auf dieser Partie und über der Arena. Und im Endeffekt ja, hat sich alles entladen. Nicht mal so sehr mit dem Schlusspfiff im Fanblock, wie ich finde, sondern eigentlich erst ein paar Minuten nach dem Abpfiff. Da ging dann richtig die Post ab im Stadion und auch dann um die Arena herum. Du bist jetzt noch in Bordeaux. Am Donnerstag wird das. Oh, jetzt haben wir kurz das Signal verloren nach Bordeaux. Und aus dem Licht kommt er wieder, Dirk Schuster, wunderbar. Du bist jetzt noch in Bordeaux. Am Donnerstag spielt die Mannschaft das Halbfinale gegen Frankreich oder Island in Marseille. Wie geht's für dich jetzt weiter die nächsten Tage? Ja, heute die Berichterstattung für unsere Montagausgabe, dann Koffer packen am Abend und morgen früh dann der Aufbruch an die Côte d'Azur, wo auch, wie ich gesehen habe, dann richtig Sommer ist. Rest von Frankreich, der Lippe vielleicht nochmal ausgenommen als Spielort, ist ja eher so ein bisschen lala, das Wetter, aber auch jetzt heute wieder hier bewölkt. Heute Abend soll es wieder aufreißen, schöner werden. Gestern Abend beim Spiel war es ja auch toll, aber der Côte d'Azur ist herrliches Wetter und dann geht es dann morgen auch hin und dann am Donnerstag das Spiel im Stade Vélodrome. Alles klar, Dirk. Dann wünschen wir dir noch einen erfolgreichen Arbeitstag und dann natürlich morgen eine gute und sichere Weiterreise nach Marseille. Danke dir. Vielen Dank.